Auf dem letzten Craft Beer Fest habe ich ein Interview gemacht mit dem Brauer dieser Brauerei hier. Leider hat es mein Mikrofon verkackt, welche Brauerei das ist und was das für ein lustiges Bier ist. Ich verrate es euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und wart ja hoffentlich auch beim Craft Beer Fest in Wien, sofern ihr in Wien und Umgebung wohnt, mit dabei. Und da habe ich ein Interview gemacht mit einem Brauer von einer Brauerei aus Berlin. Und leider bin ich ein Opfer der Technik geworden und mein Mikrofon hat leider den Geist aufgegeben. Und das Interview ist zwar im Bild festgehalten, aber ohne Ton ist es dann auch nur halb so viel wert. Und wir haben dann das Beste draus gemacht und ich habe mir Biere mitgenommen von dieser Brauerei. Und eins gibt es heute. Es ist das Loki 9 von der Gorilla Cerveceria aus Berlin. Und ich habe gesagt, Moment mal, Cerveceria. Dann hat man mich aufgeklärt, dass es ein Pendant dazu gibt und eigentlich die Gorilla Cerveceria in Berlin die zweite Gorilla Brauerei ist und die andere ist in Argentinien. Und das hängt über die Familie zusammen. Da war ein Bruder, Cousin, Schwiegerschwager aus Argentinien, war mit in Berlin, hat diese Brauerei wohl auch mit angefahren. Und so ist es dazu gekommen, dass es eben Gorilla Cerveceria einmal in Argentinien und einmal eben in Berlin gibt. Und die machen richtig geile Biere. Hab das ein oder andere auch hier schon auf dem Kanal gehabt, aber kannte die Leute natürlich nicht dahinter. Und die hätte ich euch gerne vorgestellt. Aber ich habe versprochen, dass ich demnächst mal nach Berlin fahre und wir das dann auf jeden Fall nachholen. Und hatte ich den Stefan dabei und der sagt, ach, das Loki, nein, das ist ja ein lustiges Bier, weil da geht es um den Hund Loki. Und wenn man mal genau auf das Etikett schaut, ja, da ist tatsächlich ein Hund drauf und das ist der Brauereihund sozusagen. Und zu seinem ersten Geburtstag hat er dieses Bier gewidmet bekommen, weil was sagt man zu einem jungen Hund, den man im ersten Jahr halt quasi erziehen muss? Loki, nein. Ich glaube, Hundebesitzer und vielleicht auch Katzenbesitzer, die wissen ganz genau, von was ich rede. Überhaupt Tierbesitzer, man hat da einiges im ersten Jahr zu tun. Herausgekommen ist ein Session IPA mit Idaho 7 im Whirlpool. Brew One und Citra sind die Hopfensorten, mit denen gestopft wurde. Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen und Hefe ist alles in dieses Session IPA hier mit reingekommen. Und schauen wir nochmal, haben wir alles gesagt? Nee, 3,6 Volumenprozent Alkohol und 38 Bittereinheiten, die habe ich euch noch unterschlagen. Und ich glaube, dann ist es alles erledigt. Ich würde sagen, wir lassen dieses Bierchen raus aus der Dose und sagen Ja zu Loki und schenken uns das an dieser Stelle dann auch stilgerecht in ein Craft Beer Fest Wien Glas, wobei dieses Jahr gab es andere Gläser, aber ich bin froh, dass ich dann von denen noch ein paar habe und mit euch jetzt trotz alledem hier drüber reden kann. Es ist eine schöne, goldene, getrübte Farbe, nicht ganz getrübt, also das ist jetzt kein Milchshake-Trübung, sondern eher so eine mittlere, kräftiger, weißer Schaum, aber macht auch einen super stabilen Eindruck und vor allen Dingen auch schön kompakt. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, ich war sehr großzügig. In der Nase. Oh, das ist aber zitrusfruchtig, Hallihallo. Und das ist auch so ziemlich dominant, ein bisschen süßlich, fruchtig, helles Malz. Ja, in diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Tropische Frucht, viel Zitrusfrucht, süßlich, malzig. So, oh, Hallihallo, da ist ein kleiner, leichter, harziger Grundton drin. Bisschen Karamell, aber trotz alledem Zitrus, Grapefrucht, das sind so die dominierenden Aromen. Über die Grapefrucht auch eine leichte Säure auf jeden Fall mit dabei. Hopfenbittere, ja, mit 38 Bittereinheiten würde ich jetzt mal sagen, das trifft es ganz gut. Wenig würzig natürlich. Angenehm zu trinken, schönes, angenehmes, mittleres Mundgefühl. Weich. Und lässt sich einfach sehr, sehr gut trinken, sehr, sehr süffig. Schlanker, ist mittlerer Körper. Hallo, wir haben Session IPA. Eine relativ intensive, spritzige Kohlensäure, aber eine glatte, super süffige Textur. Nachtrunk bleibt schön fruchtig, das geht relativ gerade durch. Leichte Säure,
bisschen Karamell, aber insgesamt einfach ein super schönes, leichtes Bier, um es an einem Feierabend oder halt irgendwo auch in der Sonne oder wie auch immer zu trinken. Loki, nein, nämlich dann vielleicht auch, wenn man gerade mit dem Hund unterwegs ist. In diesem Sinne gibt es für dieses Bier das Loki 9 Session IPA von Gorilla Cerveceria aus Berlin. Von ProbierTV gibt es für diese Session IPA wohlverdiente 3,5 Punkte für die Gorilla Cerveceria Berlin unter dem Namen Loki 9. Und dann an der Stelle liebe Grüße nach Berlin, vor allen Dingen an Loki. Und dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Nicht vergessen, Abo lösen, wenn ihr noch keins habt. Dann seid ihr morgen wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.